Heute geht es um Pantoffeltierchen. Ich erkläre euch, wie sie aufgebaut sind, wie sie sich fortpflanzen und Besonderheiten am Pantoffeltierchen. Zum Aufbau. Pantoffeltierchen haben ein Zellafter, Nahrungspartikel, kontroverse Vakuolen, ein Zellmund, Kleinkern, Großkern, Trichozysten, Wimpern, auch Zilien genannt. Das war's mit dem Aufbau. Tierchen fallen unter dem Mikroskop durch ihr wildes Umherschwimmen auf. Sie werden 0,03 bis 0,05 mm lang. Pantoffeltierchen leben hauptsächlich in Teichen, Tümpeln oder Seen und reagieren sehr doll auf Verschmutzung. Dadurch werden sie auch als Wasserindikator verwendet. Sie sind deshalb auch ein wichtiger Bestandteil des Süßwasserökosystems. Pantoffeltierchen heißen Pantoffeltierchen, weil ihre Haut kaum Abweichungen zulässt. Pantoffeltierchen Luft zum Atmen brauchen, hängen sie sich an Luftblasen, um atmen zu können. Weil Pantoffeltierchen auch Nahrung brauchen, was übrigens Bakterien sind, können sie sich schnell zellteilen. Pantoffeltierchen vermehren sich ungeschlechtlich. Das bedeutet die Teilung in zwei Tochterzellen. Gegen Angreifer mit den Trichozysten, indem sie klebrige Schleimfäden abschießen, wo sich die Angreifer drin verfangen. Ein anderes Merkmal an Pantoffeltierchen ist, dass sie keinen normalen Tod sterben können. Sie sterben eher an ihrer Umgebung durch Verwässerverschmutzung. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns in jeglicher Art und Weise unterstützen. Das muss nicht durch ein Abo oder einen Daumen nach oben kommen. Ihr könnt uns auch einfach einen Kommentar schreiben mit dem Lernvideo-Thema, was ihr haben wollt. Würde uns auch sehr helfen und wissen, dass ihr aktiv seid. Tschüss. Thank you.